Ja, Spaß, 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 Spaß. Geht es weiter hier mit Harveys neue Augen. So, und es ist so, dass ich mich jetzt erkundigt habe, warum das mit dem Umlegen nicht geht, weil, ja, den Gedanken hatte ich ja schon im letzten Part, das geht jetzt natürlich um die Farbschwächen von den Heinis da draußen. Und die Heinis kennen wir alle nur zu gut. Und ich werde mir jetzt mal ein Zettelchen nehmen und mir aufschreiben, was sie nochmal für Schwächen haben, weil ich glaube, die kann man nicht umlegen, die Zutaten, man kann sie aber färben. So, und wie wir sie färben müssen, müssen wir, ne? So, weil die Sachen liegen ja nicht richtig. Gelbe Bananen, rote Tomaten, grüner Brokkoli, blaue Blaubeeren. Aber, ja, denkt dann zum Beispiel der Adrian, dass seine gelben Tomaten, wenn wir sie jetzt rot hinkriegen, dass das Tomaten sind? Sozusagen, nur wegen ihrer Farbschwäche, weil eigentlich macht das ja gar keinen Sinn, aber ja gut, so ungefähr muss das ja laufen, ne? Wie schön, du bist wieder da. Ja, schön. Hagelbecker! Schade, ein baldiger Hungertod wäre eine wahre Erlösung gewesen. Oh, Peter. Trete sie vor. Unterrichte sie uns von ihrem Vorankommen. Mhm. Okay, könnt ihr mir eure Farben nochmal sagen? Drogelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Was war das? Gelb-Grün? Oh Gott, ich kann gar nicht so schnell. Kannst du das nochmal? Drogelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Okay. Lustig, nicht wahr? Ja. So, Petra, du bist ja immer lustig. Das ist unglaublich, wie lustig du bist. Ich habe das jetzt ganz, ganz schnell notiert. Und jetzt gehen wir mal zum Waschraum. Und dann werden wir den ganzen Mist mal irgendwie färben, weil was anderes fällt mir auch nicht ein. Der arme Harvey. Warum ist der aber auch so? Können wir mit der Gittertür nicht? Die Tür war fest verschlossen. Am Ende soll die bestimmt auf sein. Damit geht's auch nicht, ne? Gut, wir gehen mal zum Waschraum, zum Waschfritzen. Und dann gucken wir mal, dass jetzt hier geht. Weiß nicht, kann ich das jetzt einfach färben? Wie wollen wir es denn haben? Was habe ich gesagt? Die Bananen müssen rot sein, ne? Können wir die jetzt da reintun? Na, na, na! Du verfärbst ja noch die ganze Wäsche! Dieses Pissoir ist nur für rote Wäsche gedacht. Wenn du welche dabei hast, kannst du das Pissoir so lange benutzen, wie du willst. Aber nicht vorher. Wenn ich jetzt was Rotes habe, kann ich da was reintun, wie den Vorhang zum Beispiel? Was hast du da? Zeig mal her. Oh Gott. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das rote Pissoir ruhig, so oft du willst. Mhm. Können wir da denn jetzt was anderes reintun? Die gelben Bananen. Was sagte man dazu? Rote Bananen. Aha, also wir müssen erstmal selber was reintun, damit wir es benutzen dürfen, was Quatsch eigentlich auch schon wieder ist. Aber gut. Dann das grüne Kissen. Nehme ich mal an. Was hast du da? Zeig mal her. Er muss es ja überprüfen. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das grüne Pissoir ruhig, so oft du willst. Das Ding ist, ich benutze jetzt quasi gar nicht die Schwächen, sondern habe mir eher gemerkt, wo die Sachen für die Pizza liegen, bei welcher Person. Jetzt überlege ich gerade, die Bananen waren bei Adrian. Und der hat eine Rot-Gelb-Schwäche. Ja, aber das ist ja gut, dass die rot sind jetzt, die Bananen, weil dann checkt er das ja nicht, ne? Ja, ist schon richtig so. Was soll denn jetzt grün werden? Ich guck mir aber die Pizza nicht. Gelbe Bananen, rote Tomaten, grüner Brokkoli, blaue Blaubeeren. Petra. Petra möchte... Was wollte die eigentlich? Bananen will die haben, ne? Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Nee, die will Brokkoli. Also müssen wir die Tomaten rot machen. Ne? Oder? Oder? Oh, das Inventar. Die Tomaten müssen, was habe ich gesagt, grün werden.
Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. Genau. Okay. Das ist ein bisschen ekelhaft, aber okay. Die Blaubeeren liegen eigentlich richtig. Die dürfen ja blau bleiben, oder nicht? Oder wie? Er wollte doch Blaubeeren haben. Der Peter. Aber der Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Er kriegt ja aber eh nie das, was er will. Die haben wir jetzt grün gemacht. Rot. Also müssen wir die... Nee. Das ist ja Quatsch, die roten machen. Er will doch Blaubeeren. Den Brokkoli müsste man nochmal ändern. Gelbe Bananen. Rote Tomaten. Grüner Brokkoli. Blaue Blaubeeren. Droggelbecher. Ich weiß nicht mehr, was der wollte. Droggy hat eine Grün-Blau-Schwäche. Ich glaube, wir tauschen das Ganze jetzt und machen den Brokkoli dann einfach... Was will er das? Ich weiß nicht mehr. Wollten die das so haben? Ich weiß nicht mehr, was die essen wollten. Kann ich das jetzt einfach raufklatschen? Grüne Tomaten. Ach, das funktioniert nämlich jetzt auch. Rote Bananen. Ja, cool. Nämlich dann denkt die kriegt jetzt irgendwie ihren Brokkoli. Und er will seine Tomaten. Also das weiß ich noch. Ich dachte aber, Peter will doch auch Blaubeeren oder war das Droggelbecher? Kann doch nicht sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe mal zurück, damit ich es weiß. Eigentlich sind das nur die letzten beiden Schritte. Wahrscheinlich einfach noch... Was haben wir noch nicht gefärbt? Gab Gelb und Blau haben wir nicht gefärbt. Vielleicht muss das einfach nur getauscht werden. Aber wir gucken mal. Bin ich jetzt in den Wartungsraum gegangen? Nee. Mal gucken, was sie meckern jetzt. Mein Inventar. Ist hervorragend. Ah, die Pizza. Wohl an. Aber was ist das? Haben wir dir nicht Kunde gegeben, dass wir keine Blaubeeren mögen? Hinfort! Gehen Sie uns damit aus den Augen! Ich dachte, die wollen. Redet nochmal mit Pizza. Pizza. Erzählt mir nochmal eure Wünsche. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Aber jetzt weiß ich das nochmal. Das ist ja wunderbar. Muss ich mir gleich mal... Ich muss immer ganz schnell mitschreiben, weil die ist echt schnell abrattern. Wo wollte ich hin? In den Waschraum wieder. Das kriegen wir schon hin. Das ist ja nicht so schwer. Muss ich nur ein bisschen konzentrieren. Erstmal färben, müssen wir den Kram färben, ne? Die Duftkerze. Können wir die gelb reintun? In der Klosterschulordnung gab es einen extra Absatz, dass Lilly immer einen Mindestabstand von 50 Metern zur Waschküche einzuhalten hatte. Ihr versteht sicherlich langsam, warum. Mhm. Sorry, ich muss hier gerade noch nebenbei so... Nee. Ich habe was Gelbes gesucht. Die Kreditkarte, sollen wir die da reinschmeißen? In der Klosterschule. Was haben wir noch nicht? Wir haben das nicht blau gefärbt. Sollen wir das hier blau färben? Das war... Achso, das war schon blau genug. Können wir das dann... Warte mal, jetzt muss ich es mal überlegen. Was wollte ich machen? Pizza habe ich schon angefangen. Nochmal rauf. Rote Bananen, grüne Tomaten, grüner Brokkoli, blaue Blaubeeren. Fangen wir mal mit dem grünen Brokkoli an. Und wer ist denn das jetzt hier überhaupt? Das ist der Droggelbecher. Droggelbecher möchte Bananen haben. Das heißt, wir müssen das gelb machen, den Brokkoli. Mal gucken, ob das jetzt einfach so geht. Na, du färbst ja noch die ganze Wäsche. Dieses Pissoir ist, wenn du will, aber nicht. Also, wir brauchen etwas Gelbes, Leute. Und wir brauchen vielleicht noch was Blaues. Das wird ja jetzt schön. Wo finde ich denn den ganzen Kram? Aber das Seidentuch hätten wir noch. Vielleicht geht das Seidentuch. Ist das blau genug? Das war aber hübsch. Das Tuch erinnerte Lilly an eines, das ihr die Oberin weggenommen hatte. Inventar bitte. Dankeschön. Geht das da rein? Das war bereits. Ach so. Dann müssen wir was anderes finden. Irgendwas haben wir noch nicht gefunden. Vor allem was Gelbes. Was Doofes. Ach, das war zu, ne? Die Tür. Hm.
Glaub, wir müssen mal wieder durch unseren Schacht mit unserem Käseding. Da finden wir, glaube ich, die anderen Sachen. Kannst du das Käseding rausnehmen oder nicht? Lochkartenschlitz. Da können wir rein und da können wir rein. Und ja, vielleicht kann uns der Herr Mantel auch helfen. Ich weiß es nicht. Hier können wir auf jeden Fall nicht runter. Da können wir durch und da können wir durch. Hier fehlte oft. Wir haben doch aber, oder doch, wir haben eine. Das war wohl die falsche Karte, aber wir haben eine. Das war wohl. Mhm. Das irritiert mich jetzt. Wir müssen doch irgendwie hier weiterkommen. Das war wohl die falsche Karte. Wie komme ich denn aber an eine richtige? Kriegen wir die andere wieder? Manu. Der Herr Mantel. Hallo, Herr Mantel. Kann der was mit der anfangen? Was hast du da? Einen Staubwedel? Nicht, dass ich einen... Der Staubwedel. Okay, dann kriegst du so einen. Was hast du da? Einen Staubwedel? Mhm. Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein, egal wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Jetzt gib ihn schon her! Oh nein, Herr Mantel ist wieder weiß. Was für eine Erleichterung. Und schau mal, ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wieder gefunden. Hier, nimm es ruhig. Du hast es dir verdient. Dankeschön. Oh, das ist cool. Das Laken war makellos weiß. Mal gucken, was wir damit noch anfangen können. Ja, der Herr Mantel. Herr Mantel strahlte wieder. Möchte er vielleicht auch noch ein bisschen Flasche mit Stärke? Nein, danke. Ich bin rundum glücklich und zufrieden. Ich hoffe nur, der Kaminkehrer kommt bald. Ich bekomme nämlich langsam Hunger. Oh, kann ihm leider nichts zu essen geben. Das ist für die anderen. Ein Seidentuch vielleicht? Nein, danke. Ich ja, gut. Dann gehen wir nochmal... Nee, das bringt uns jetzt von der Seite, ne? Das bringt uns nichts von der Seite. Schade. Nochmal aufs Dach vielleicht? Können wir jetzt mit dem Bienenmann irgendwie reden? Vielleicht hat er was Gelbes für uns. Laterne. Seidentuch. Die Idee war gut. Aber ihre Arme mal wieder. Stricknadel. Die Idee war... Wie immer hat sie zu kurze Arme, die Olle. Duftkerze. Die Idee. Die Idee. Immer sind ihre Arme zu kurz. Ich kann nichts machen. Er hört uns einfach nicht. Es war der Mann im Bienenkostüm. Ja, vielleicht können wir irgendwie Alarm schlagen oder so. Weißes Laken. Die Idee war... Die Idee. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie wir den Bienenmann auf uns aufmerksam machen können. Dann kannst du nach ganz unten mal bitte gehen? Der Herr Mantel ist also wieder weiß. Das ist ja schön. Ja. Dann, ja. Haben wir hier irgendwas noch, was wir öffnen mit der Dose oder so? Viele Möglichkeiten haben wir ja eigentlich nicht. Vielleicht bei den anderen oder vielleicht müssen wir mit Harvey nochmal hier wütend werden. Seltsam. Nicht einmal auf Lillys Wollknäuel wollte der lustige Hase reagieren. Schade. Können wir denn dann mal tun? Stricknadel. Ich weiß nicht, was wir zum Färben haben. Können wir vielleicht mit dem Blödsinn hier was machen? Wachsenden widersprechen.
Ja, zum Überwachungsraum. Spitze Gegenstände verwenden. Vielleicht können wir den irgendwie aufmachen. Die Tür. Nee, es funktioniert irgendwie nicht. Hm. Gehen wir nochmal zu den anderen. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas. Vielleicht habe ich was übersehen. Adrian. Aber wir haben schon das Stück Vorhang hier gefunden und das grüne Ding. Sind denn aber alle anderen Sachen auch dann hier? Können wir mit denen nochmal reden? Wie schön! Du bist wieder da! Dragelbecher! Schade. Trete! Tja, wie das Ganze hier geht, wissen wir mittlerweile. Die Frage ist nur, wo wir die Färbesachen herkriegen. Nee, ich will nicht nochmal in den Wartungsraum, oder? Hab ich hier irgendwas übersehen? Telefon können wir auch nichts machen. Wir haben nur den Dosenöffner noch hier. Tun und lassen, was man will, vor allem. Am Ende können wir machen, was wir wollen. Weil Lilly langsam sauer wird. Finde ich gut. Kreditkarte. Ah. Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. Kreditlochkarte. Können wir dann jetzt vielleicht die, weil wir die benutzt haben, funktioniert die dann jetzt besser? Oh, das ist ja geil. Okay. Wir können zum Dach und mit dem Bienenmann reden. Jawohl. Wunderbar. Hallo, Fremde. Bevor du etwas sagst, hol doch bitte einmal tief Luft. Und ist das etwa der Duft der Freiheit? Oder ist das einfach nur Atemluft, bestehend aus Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, Ruß aus dem Anstaltskamin und eine Prise Dieselöl vom Fuhrpark? Ich möchte ja ungern melodramatisch erscheinen, aber ich hege Skepsis gegenüber dieser sogenannten Freiheit. Seit Dr. Marcel die Leitung des Sanatoriums vernachlässigt, tragen wir Insassen die Bürde, unsere Grenzen selber abzustecken. Und bevor ich dieser Einladung in die Freiheit entspreche, muss ich mich doch Folgendes fragen. Gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie gute Grenzen? Und kann ich selbst im Optimalfall darüber entscheiden, wo meine eigene Freiheit anfängt und aufhört? Es ist doch so. Niemand hindert mich daran, die Anstalt zu verlassen. Macht mich das jetzt frei? Kann ich einfach so davon fliegen? Meine Flügel ausbreiten und vom Anstaltsdach springen? Der Drang ist da. Wie jede Biene sehne ich mich danach, über Blumenfelder zu schwirren und Honig zu sammeln. Aber noch kämpfe ich dagegen an. Irgendwas an dieser Freiheit stinkt. Ja. Ja, wo der Bienenmann recht hat, da hat er recht. Vielleicht können wir ihm ein Stück Freiheit geben mit dem weißen Laken. Das ist lieb gemeint von dir, Fremde. Aber das erinnert mich zu sehr an mein Leben hier in der Anstalt. Es fällt mir auch so schon schwer genug, das alles hier loszulassen. Dann möchte er vielleicht was anderes zum Loslassen, wie ein Seidentuch. Das ist lieb gemeint von dir, Fremde. Aber das erinnert es. Wie wäre es denn mit, wenn wir diese Viecher da hinten mal ablenken oder so? Oh, nee. Das Feuer. Hallo, Lilly. Hallo, du Harvey. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer Nein. spielen? Oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oben. Ja. Ihrer Special Magic Kraft. Darauf schienen die Motten keinen Appetit zu haben. Keinen Appetit darauf. Blaubeeren vielleicht? Darauf. Ja, was hätten wir denn dann noch? Nichts. Wir brauchen irgendwas, um die Viecher, glaube ich, anzulocken. Ich befürchte, dass wir hier gerade noch nicht so viel machen können. Können wir das wäre der letzte Lochkartenschlitz. Können wir dann nichts mehr? Haben wir die Karte noch? Nee. Toll. Na toll. Ja, ich krieg meine Karte nicht wieder. Seidentuch, Pizza, Laken. Boah. Mache ich denn jetzt?
Aber Lilly, Spitze Gegenstände. Weißt du, du sollst... Ja. Also, bis später, Harvey. Spitze Gegenstände. Es war hoffnungslos. Hier fehlte offenbar eine Art Karte. Ja, hätte ja klappen können. Jetzt habe ich mich gerade gefreut, dass wir nach oben können. Dann müssen wir... Ach, da muss doch irgendwas geben. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Vielleicht können wir das erstmal abdecken. Lilly hatte sich schon oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und Tiere zu füttern. Nichts! Oh, es funktioniert sogar. Es war noch viel schöner, als sie es sich ausgemalt hatte. Oh, ist das nicht schön? So, jetzt geben wir ihm das. Das ist lieb gemeint von dir, Fremde. Aber das erinnert mich zu sehr an mein Leben hier in der Anstalt. Es fällt... Das sind ja Motten. Was ist das jetzt? Ein löchriges Seiden? Die Motten hatten ganze Arbeit geleistet. Es ist löchrig. Können wir das verbinden? Noch Harvey. Hallo, Lilly. Hallo. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Oh, ach, das hat... Dass er seinen Job nicht langsam leid ist. Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, hieß nee, das noch Lacki Spaß. Ich wollte das irgendwie... Ich weiß auch nicht. Was können wir denn mal damit machen? Löchrig? Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Versuchen konnte man es ja mal. Was haben wir denn jetzt dadurch gemacht? Na, wer sagt's denn? Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. Cool. Jetzt hatte... Bitteschön? Das ist lieb gemeint, aber das erinnert es fällt... Nee. Irgendwie ist es das noch nicht gewesen. Vielleicht hatte die Oberin recht gehabt, als sie Lilly aus dem Haushaltskurs geworfen hatte. Lilly konnte einfach nicht mit Stoff umgehen. Ich glaube auch. Ich weiß auch noch nicht, was ich hier mache. Sollen wir noch mehr Löcher machen? Och Mann, Harvey. Aber was weißt du soll... Also bis später, Harvey. Also ich habe ein hartes Lochtuch. Das ist schräg. Ich weiß nicht, was man damit Tolles machen kann. Lilly wusste, dass es... Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Was können wir denn damit mal machen? Ich glaube, das können wir einfach als Lochkarte benutzen. Kann das sein? Ja. Unglaublich, aber wahr. So, und jetzt können wir in den Überwachungsraum, der nämlich verschlossen war. Ist das nicht ultra... Alles klar. Und wen wir hier durch das Sichtfenster sehen, das sehen wir im nächsten Part von Harveys neue Augen, Leute. Bis dann!